Liebe Zuschauer, Sie können sagen, was Sie wollen, aber ich sage Ihnen, die europäische Idee, sie lebt. Der Europäische Gerichtshof hat untersagt, vegane Erzeugnisse etwa als Tofu-Butter oder Pflanzenkäse zu vermarkten. Bezeichnungen wie Milch, Sahne, Käse und Butter sind demnach entsprechenden Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs vorbehalten. Ist das mal ein sinnvolles Urteil? Sojamilch darf nicht mehr Sojamilch heißen, weil es keine Milch ist. Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist mit Teewurst? Wissen Verbraucher, woraus sie besteht? Wissen Verbraucher wirklich, woraus Baumkuchen gemacht wird? Was ist mit Lakritzschnecken? Oder Schlumpfeis? Ich finde, man kann dieses Urteil des EuGH mit Fug und Recht als Käse bezeichnen, auch wenn keine Milch drin ist. Wir begrüßen zu diesem Thema die Marketingchefin der europäischen Lebensmittelindustrie, Christine Halbgard-Dunant. Herzlich willkommen. Frau Halbgard-Dunant, schöner Name, Frau Halbgard-Dunant. Finden Sie denn dieses... Ja, es erinnert irgendwie an meinen letzten Frankreich-Urlaub, ich weiß gar nicht wieso. Finden Sie dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs denn selber hilfreich? Natürlich ist dieses Urteil hilfreich. Es geht darum, den Verbraucher vor gefährlichen Verwechslungen zu schützen. Der Verbraucher ist unser höchstes Gut. Er soll, wenn es nach uns geht, ewig leben. Wow, 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 das nenne ich wirklich mal engagiert, toll. Wieso, wie sollen wir an sein Geld kommen, wenn er tot ist? Und Sie halten den Verbraucher tatsächlich für so blöd, dass man ihm erklären muss, dass veganer Käse keine Milch enthält. Wieso blöd? Ich kenne Verbraucher, die sich darüber wundern, dass in Frühlingsrollen Sommergemüse drin ist. Oder die denken, eine Hackfresse wäre etwas, das man sich mit Zwiebeln brät. Dabei ist es einfach nur ein junger Union-Mitglied. Ne? Ein junger Union-Mitglied ist ein Milchgesicht. Ach so. Sie merken, wie kompliziert das alles ist. Was ist denn mit Fruchtfleisch? Sollte gekennzeichnet werden. Klingt nach Tier, ist aber vegan. Ja. Genau umgekehrt ist es mit dem Wurstsalat. Stimmt, klingt nach Salat, ist aber Fleisch. Ja, stimmt. Was ist mit Sonnenmilch? Haben Sie keine Angst, dass der Verbraucher sich versehentlich mal Sonnenmilch in seinen Kaffee schütten könnte? Auch hier ist der Gesetzgeber gefordert. Diese Begriffe sind völlig irreführend. Am meisten Probleme habe ich allerdings mit der Babykartoffel. Ja, mein Gott. Die große Frage, Kleinkind oder Knolle? Man blickt nicht durch. Ja, wer kennt das nicht? Man hat zum Spargel unter der Hollandaise gesalzene Säuglinge liegen, während man einen Cappuccino mit Lichtschutzfaktor 50 trinkt. Nee, ist klar. Warum gilt das Urteil denn nur für Milchprodukte und nicht für Fleisch? Milch ist das Wichtigste. Mit Milch beginnt das Leben. Wie soll ein Kleinkind ohne Milch auskommen? Ah, Sie meinen die Mutterbrust. Quatsch. Ich meine Milky Way und Milchschnitte. Die Extraportion Milch, der schwimmt sogar in Milch, der Milchjieper. Das sind alles so tolle Spots. Sollen wir die jetzt alle umschneiden und die Produkte in Hafer schwimmen lassen? Entschuldigung, also ein Milky Way enthält, soweit ich weiß, weder Milch noch Hafer, sondern vor allem Zucker. Wäre es nicht viel sinnvoller und noch ehrlicher, das zu kennzeichnen? Ich verstehe nicht, wie meinen Sie das? Ich denke, Sie verstehen sehr wohl, wie ich das meine. Die Lebensmittelindustrie betreibt doch hier ganz bewusste Irreführung mit Begriffen wie Saccharose, Glucose, Fructose. Welcher Verbraucher weiß schon ganz genau, was sich da jeweils hinter verbirgt? Saccharose ist ein nicht reduzierendes Disaccharid und besteht als Dimer aus je einem Molekül Alpha-D-Glucose und Beta-D-Fructose. Das ist ja wohl Allgemeinbildung. Herr Halbgard-Dunant, Sie, anderes Beispiel, vielleicht jetzt mal eher was aus dem Alltag. Man sieht es auf Schokoriegeln, da stehen Sätze drauf wie deckt 10% des Tagesbedarfs von was auch immer. Was soll denn das dann heißen? Das heißt, dass Sie ohne Bedenken 10 Schokoriegel pro Tag essen dürfen. Nein, das ist doch Wahnsinn. Genau das eben nicht. Und ich finde, hier müssen die Verbraucher auch korrekt informiert werden. Ja, und auch gewarnt werden. Im Gegensatz zu Tofu und Veggie-Milch und so weiter. Ich meine, das ist doch ganz klar. Es weiß doch wirklich jeder, dass nicht das Tofu-Tier gemolken wird und daraus dann Tofu-Butter gemacht wird. Das muss man nicht erklären. Genauso wie jeder weiß, dass Blutorangen kein Blut enthalten und dass ein Artischockenherz noch nie geschlagen hat. Meine Güte! Es gibt
glaube ich, überhaupt kein einziges Lebensmittel, das wirklich exakt so heißt, wie das, was drin ist. Aber natürlich, den Hotdog. Ja, das stimmt auch wieder. Vielen Dank, Christine Halfter-Dunant.